ist schon interessant. Ja, ja. Guck mal, hier ist blau. Zeig mir das mal. Ja, das sind zwei Dosen, da ist irgendwas drin. Also ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und müssen wir jetzt schon rauskriegen, was das ist, ne? Das ist klar. Hier ist quasi der Deckelverschluss. Ja, das ist. Das könnten so eine Geldbombe. Eine gehört mir. Das ist alles meins. Och Mann. Hab ich nämlich gerade hier in dem Loch gefunden. Jetzt da ist auf jeden Fall was drin. Das ist Fakt. Ja, das ist interessant. Da ist was drin. Das ist eine Zeitkapsel. Wo ist Rico? Hör mal. Das ist geil. Alter. Also interessant ist es schon, ne? Das klippert nach Metall da drin. Ja. Ja. Hast du denn japanisches? Nee, hab ich nicht mit. Na, warte mal, lass mal, noch nicht aufmachen. Ei. Lass mal. Wo ist ein Rico? Der muss ja bei mir wohnen, das ist geil. Das ist ein richtig cooler Fund, ey. Das ist ja. Die können was geiles sein. Ich kann hier rinkicken. Alter, da ist was Goldes drin. Kick dir an, da ist was Goldes drin. Kick dir das an. Da ist wirklich was Goldes lass drin. Lass doch Rico, lass Rico herkommen. Rico, schnell! Siehst du das? Komm mal her! Komm mal wirklich her! Siehst du das nicht? Hat ihn ihr geklautes Zeug verbrannt. Da ist Schmuck drin oder Alter, so. Hör auf, Goldschmuck hör auf, oder. Hör auf. Da hört. Das kann nicht sein. Das ist Gold. Leg das wieder hin. Das wirklich jetzt? Komm mal her, wo ist die andere Dose? Nee, ist keine andere da. Nee, es war doch nur eine. Gib mal her. Hör, Mensch, also. Gib mal her das Ding da, wo das Loch drin ist. Langsam, erstmal durchatmen. Durchatmen. Oh Rico? Mein Gott. Ja. Was hat er denn jetzt schon mehr? Komm, zeig. Ich hab zwei Dosen hier von hier. Die sind Rand. Gasmaske? Die sind Rand gefüllt mit irgendwas drin. Genau. Und das ist Metall und da drin sieht das golden aus. Das ist gut, und du kannst, gib mal her. Ist hier, nicht der Ernst. Und hier ist irgendwo ein Loch drin und du pass auf, was drin. So. Oh mein Gott. Jetzt gib mal hier. Ja, nee, komm hier mal. Kick doch mal. Siehst du das? Ja. Warte mal. Was ist das? Nee. Schau mal. Das ist Schmuck. Das ist Schmuck. Das ist Schmuck. Ey, ganz ehrlich. Das ist Schmuck. Komm hier, vor der Kamera. Vor der Kamera zeigen. Ich sehe eine Kette. Lass mal erst eins aufmachen. Ich sehe eine Kette. Das ist Schmuck. Das ist Goldschmuck. Hast du nicht heute gesagt, heute kommt der Knaller von? Na, hab ich's gesagt oder hab ich's nicht gesagt? Das ist ja ein Goldhortfund heute. Naja, wir machen jetzt mal eben. Das ist Goldschmuck. Ich sag euch, wie das ist. Licht, komm mal. Allerdings, wenn das Ding voller Gold wäre, wäre es ein bisschen leicht. Was meinst du? Genau. Jetzt ab. So, jetzt regt's. Alter, ist alten Ölpapier eingepackt. Krieg mal. Was ist denn das? Alter. Was ist denn das? Alter, was ist denn das? Ringe und alles und Armreif. Alter. Was ist das? Kick mal her hier. Das ist ein Goldschatz. Kick mal. Wir sind reich. Was ist denn das? Wie alt ist das? Das war runtergefallen. Mariko, deine Richtung. Das ist so albern, was wir hier machen. Ey, das glaubt uns doch ja keiner. Nee. Das glaubt uns kein Mensch. Kick mal, er hier. Das glaubt uns niemand. Niemand glaubt uns, kick dir das doch mal an. Nee. Das sind Manschettenknöpfe, wa? Genau. Ja. Hier. Ja. Na? Das sind Manschettenknöpfe. Richtig. Ey Leute, haben wir jetzt mal was zum. Nee, eine Decke oder irgendwas oder ein Handtuch oder was? Irgendwie eine Decke. Boah, hier hat ein Stück Stoff bei. Es ist doch total. Hier ist auch was. Hier, der Ring ist entschieden. Alter, oh, halt. In Ölpapier was? Eingepackt. Das ist ja unglaublich. Diamanten, kick mal hier mit Diamanten. Und kick dir das mal an. Ey Sonic, das glaubt uns niemand. Das ist ein Joltschatz. Warum versteckt denn einer sowas? Das verstehe ich nicht. Der Ring ist schön, ist, ne? Ist das krass, ey. Da ist was drin. Nee, da ist nichts drin. Ich meine, hier ist auch schon mehr was. Das ist einfach zu leicht. Ne? Da muss man einfach. Geh mal hier, geh mal. Die Bimsel hier. Vor allem die Glibber hier drin. Was soll das denn nur eigentlich? Das ist Ölpapier. Wie viel das ist? Kicker. Geh mal. Er nun wieder hier. Geile Orangenbeier. Geil. Ich glaub's nicht, ey. Das sieht lustig aus, ich glaube es wirklich nicht. Vor allem, wir haben sie gesagt, wir werden wohl heute kein Gold mehr finden. Oh, egal. Ich hab hier. Kann echt nicht wahr sein, ey. Ich hab den Vogel abgeschossen hier. Also, den hast du nur wirklich abgeschossen. Ja, es ist für unsere YouTube-Zuschauer hier. Cool. Alter, ein Döschen. Immer der Silberrücken eigentlich. Alter, darf der Silberrücken nicht mehr aufmachen? Komm, Rico, bitte. Ja, Finger weg! Aua! Ich geh durch. So, jetzt geht's los. Das ist das Erbe. Da sind die Abzeichen drin. Nee, da jetzt Alter. Wird's ganz verrückt. Jetzt wird's geil. Ah, da ist noch mehr drin. Eine Uhr. Ei. Ach, das ist doch hier schon. Ei, ist das Kompass. Krass. Ist das krass. Ist ein Kompass angerostet. So.
Anhänger. Das ist ja völlig albern. Ey, mit Engelchen drauf. Mein Gott, warum versteckt man denn sowas im Wald? Ich begreife das nicht. Ey, der Akku ist gleich alle. Ich muss gleich mal wechseln. Versteht nicht. Das ist ein schöner Stein. Das ist ein Amulett. Da ist was drauf. Da ist ein Pferd drauf. Hier ist ein Pferd. Hier ist ein Pferd drauf. Ne? So, jetzt kick ich hier Oma ein bisschen. Ich denke mal, eins ist Fakt, das wurde geklaut, bin ich mir sicher. Ne? Naja, ich glaube nicht. Weil das ja alles noch ein, also aus dem, oh. Hier, das geht auf, das Herz. Da ist irgendwas drin auch. Nee. Das ist einfach versteckt. Das wollten die verkaufen, auf dem Markt oder so. Das ist ein Scharnier, also das ist so ein Ding mit Hallo, da ist ein Bild. Aber die Box, die möchten die Zuschauer jetzt mal sehen. Weil das ist so eine schöne, verzierte Box. So eine Fake-Silber-Box. Das ist ja total albern, Junge. Das macht ja keinen Sinn, heute weiter zu sondeln. Nee, komm, hör mal auf. Wir sondeln weiter noch. Die haben das den Leuten angedreht als Echtsilber. Die Rico das ist nein, das ist das Beste. Tatsächlich. Ein Eyecatcher. Krass, ey. Hier, das sind die ganzen Dinger. Ich krieg's nicht auf. C-China-Ware. Ist wie runterfällt irgendwo. Die Ringe sind teilweise aus also, Holz. Es ist alles sehr leicht, um das mal den Zuschauern nahezubringen. Alter, mit Dings drauf damit. Das ist wie Blech. Und hier sind immer wieder die gleichen Dinger. Die Herzen mit Scharnier. Ich habe nur leider noch nicht eins aufgekriegt. Das ist das Problem. Wie er da drin rumwühlt. Nee, ich habe die Hoffnung, dass irgendwas dabei ist, was vielleicht Wert hat. Hier, Ohrring. Schöner Ohrring. Rico, reiche mir mal wieder dein Messer. Ja, ich will mal eben so ein Ding hier aufmachen. Das ist federleicht, wie Blech. Okay. Ist ja unglaublich. Also mit Alex sieht natürlich nicht mehr Sonne. Das macht ja Spaß, ganz ne? Ehrlich. Nee, macht keinen Spaß, wa? Er kann einen alles versauen. Echt? Und wenn das jetzt echt Jolt gewesen wäre. Dann wäre aber aus. Ja, dann hätten wir uns gegenseitig die Dose geschlagen. Naja, pass auf. Ich wäre weggegangen. Genau. Und hätte zugeguckt, was passiert. Und dann wäre wär ich wiedergekommen, wenn nur noch einer da ist. Richtig. So, kick mal. Jetzt das erste Mal auf. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Noch ein Spiegel oder so. Ja, vielleicht. Nee, hier war ein Bild von Margot Honecker drin. Ja. Margot. Mensch, Erich, ey. Das ist Erich, sein Schatz. Ganz ehrlich. Ein Amulett. So aber die sehen ganz cool aus, hier die Sachen. Das hier zum Beispiel. Die sehen alle cool aus. Das ist da jetzt, guck dir mal an, wie das aussieht. Nein, ich finde eigentlich am besten das hier. Zeig mal. Ich verstehe auch warum. Manschettenknöpfe sind das eindeutig. Das sieht doch cool aus. Sieht auch geil aus, finde ich. Mhm. Leute, und die Schachtel haben wir im Übrigen auch noch. Nur so nebenbei, ne? Ja, ja. So. Na, wollen wir die auch mal öffnen? Ja, 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 aber langsam. Lass uns das erstmal in eine Tüte drin packen. Einfach zurück. Oder nee, lass mal das alles rausholen. Erstmal in eine Tüte drin packen, in die hier und dann mal. Guck mal, er hier nur wieder. So, ich kick dir das an. Das ist doch alles nicht wahr. Das ist doch wirklich alles nicht wahr. Nee. Aber jetzt mal ohne Spinne. Wer macht denn sowas? Sowas zu verbuddeln. Vor allem im dicken, fetten Waldholzwald. Wer vergräbt denn hier sowas? Hm? Vor allem ist hier irgendeine Stelle, dass man sagt, man findet das wieder oder was? Margot war das. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier auch noch reingucken. Ja, das sag ich schon mal. Alex ist halt spezial. Auf jeden Fall. Aber das macht Alex auf. Der ist anders als die anderen großen Jungs. Ja. Er ist halt noch ein bisschen kleiner. Sah genau. Dir mindestens 30% behaupten, das ist gefaked. Warum soll denn das gefaked sein? Das ist nicht gefaked. Ne? Ja, ist es denn? Also wir haben es nicht gefaked. Das ist natürlich Fake-Schmuck in dem Sinne, aber Alex hat es hier. Ja, hat es gerissen, das Ding. Ja. Wieder mal. Man sieht, dass das kein Fake ist, weil die Fake-Sachen sehen anders aus. Die machen wir aber erst auf, wenn wir hiermit fertig sind. Ne? Genau. Leute, macht da alle einfach mal ein bisschen mit. Ein bisschen sauber machen. Den ganzen Papier abmachen. Ach, warum? Dass wir fertig werden. Mach die doch alle in die Tüte und dann ist gut. Nein, immer auspacken den Dreck. Genau. Und das, wenn das Beweismittelvernichtung ist, weil das eigentlich ein Diebstahlgut ist. Ich sage dir eins, so wie die Dosen auslegen, liegen die bestimmt schon 20, 30 Jahre. Das denke ich mal auch. Die liegen hier schon ewig, das ist Fakt. Das ist das Symbol. Glücks. Das Glückssymbol. Das gibt's ja nicht. Ein Kleeblatt. Aber das hat drei Blätter, Alex. Das muss eigentlich ein vierblättriges Kleeblatt sein. Was ist das für ein Stöpsel hier? Das ist ein Verschluss. Endlich mal. Manschettenknopf ist. Verschluss, ja. Hier eine kleine Goldkette. Mhm. Und dann erfahren wir, dass das alles Weißgold ist. Ja. Und hier auch mal was anderes. Eine besondere, seltene Goldart, die wir nicht kannten. Ich habe mich denn abgesetzt und ich kenne euch da nicht mehr. Ah, ihr wisst ja, wo ich wohne. Ja, aber Leute, jetzt mal an Schirm von mir echt. Was würden wir dann machen, Alex? Dann kannst du aber vergessen, dass das alles deins wäre. Ich sage dir eins, Alex würde nicht teilen.
Konvolut zusammen. Sag mal 3 gegen 1, ne? Guck mal, ein blauer Stein. Hm, ich hab ja gesagt, ich geh nach hinten irgendwo. Mal gucken wir uns an vom Weiten. Und du guckst, wer übrig bleibt, und den schnappst du dir dann. Ja, natürlich. Ey, ich wundere hier, ihr wolltet ja erst auch ja nicht kommen, wa? Naja, das ist doch nicht normal. Ich hab mir auf jeden Fall was eingesteckt, falls ihr das ja nicht bemerkt habt. Habt ihr das bemerkt? Aber nicht im Pferdekopf. Das fällt hier nicht auf. Aber nicht im Pferdekopf. Nee, ich hab was geklaut. Ja? Sonic, guck mal her. Soll ich das nochmal rausholen? Ja. Sonic, das ist auch ein Amulett. Sein Ernst? Guck mal. Du beklaust uns? Du hast den Alex geklaut, ja? Umgebracht. Du hast den Alex geklaut, Sonic, ja? Das ist ein Amulett. Ich öffne es gerade. Das wird mit Todesurteil. Zack, Erich Honecker. Und Mauro Tonic auf der anderen Seite. Und Erich Mielke, da haben wir sie. Genau. Ich habe diese Armreife geklaut. Ja. Und guck mal in den Armreif rein, da sind Stempel drin. Ist das ein Schwein, ey. Das ist wirklich. Die habe ich direkt erblickt und habe die verschwinden lassen. Ja. Hast du clever gemacht. Und noch pfiffiger war, dass du uns jetzt gesagt hast. Das war das Allerpfiffigste, ne? So, ich bin fast so weit, dass die zweite Kiste geöffnet werden darf. Ja. Ein Grünstempel drin. Ja. Hat auch noch recht. Ja, hier. Das ist, entweder ist das echtes Silber oder die haben da einfach Stempel drin. Ja, ist ein Stempel drin. Da kannst du mal vergrößern. Na, ich brauche mit meinen Ohren nicht kicken. Wie im Wasser packen. Silbern. Sonst? Nein, was denn sonst? Alter, du brauchst doch nicht. Hier, das kannst du mit der Hand sauber machen. Ja, aber da ist auch Bodendreck dran und so weiter. Nee, Bodendreck vom Boden. Die Stempel sind so schlecht, dass man die kaum lesen kann. Naja, weil es keine sind, so einfach ist das. Na, heb mal wieder her. Nimm die mal mit. Die sind meine. Alter, was denn? Jeder nimmt. Was hast du jetzt eingesteckt? Naja, wie die Ringe wieder. Amreif, jeder nimmt sich hier, was er will. Für deine Frau. Wie jetzt? Naja, okay. Ich muss auch warten. Ja, warte, jeder muss ja sehen, wo er bleibt hier. Alex. Ich frage dich jetzt nochmal, hast du ein Behältnis? Eine Tüte oder irgendwas? Da liegt doch eine Tüte. Mensch, wir haben da noch so einen Booker. Ja, guck doch mal, hier ist noch mehr drin. Hier. Guck doch mal, was hier noch. Ja, aber man kann das doch auch in den Booker drinnen lassen. Nee, den will ich gar nicht mitnehmen. Am besten wäre jetzt wirklich eine Tüte und dann ist gut. Eine Aldi-Tüte. Guck mal hier, schon alle daneben müssen wieder. Für das Jolt nur eine Aldi-Tüte. Alle Tüten wir sollen denn noch mal rüber? Wir werden schon kein Plastikteil vergessen. Aber der Pferdekopf ist ja aus wie ein Mädchen. Jetzt. Der Sonic mir den schönen Armreif weggeschnopst. Hm. Weiß nicht, hier passt nicht alles. Ich fürchte auch nicht. Wie den schönen Armreif. Na, den schönen Armreif hier. Ja, willst du ihn haben? Hier. Das sieht wirklich abgefahren aus. Cool. Was denn? Das hier. So, an sich. Warten, bist du nicht zufrieden oder was? Nee. Das hätte besser sein können, ganz ehrlich. Ey. Hier, das sind Handschellen. Sieht man hier. Halt. Den Ring will ich mir nochmal anschauen. Breite aus, mach ein Foto, das ist doch okay. Ich mach jetzt ein Foto. Ernsthaft jetzt, weil das Wahnsinn ist. Der kriegt den Ring nicht mehr ab. Bist du da hören, Alter, weg mit dir. Das ist ja total Quatsch. Alter. Oh. Rico, nimm mal ernst kurz die Hand weg. Einmal, die Gierige. Bin ich gierig. Warte mal. Die Stempel, die sind da so schief drin. So, hier. In mir lodert immer die Flamme, dass ich unersondeln will. Deswegen müsste mal irgendwann fertig werden mal hier, finde ich. Mach doch mal jetzt die andere Box auf. Mann, ja, wir müssen das erstmal hier drin machen. Genau. Richtig. Der wird immer nur gequatscht. Ich will ja quatschen mehr machen, wie auf Arbeit. Okay. Der war auch nicht gut. Hast du gemerkt, wa? Naja. Naja. Also bei mir auf Arbeit klappt das. So Alex, das Ding machst du jetzt auf. Echt mal. Brauchst du ein Messer? Kick mal, ich bin hier. Ein bisschen klopfen. Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? So, warte mal, lass mal unter dem Ding nochmal gucken, was da runtergefallen ist, vorbeigefallen ist oder da runtergepunzelt ist. Wir schwenken doch nochmal rüber. Ja. Hier. Garantiert liegt hier irgendwo noch was. Hier, gucke, hier. Ja, drin. Die Box ist noch voll. Genau, alle drin packen. Red nicht mit mir. Ja, nee, die Box nicht. Ich will die Box nicht haben. Ich dachte, du machst das vernünftig auf, so wie Ecke mit dem Messer. Ja, ich kann doch einen so nicht kaputt machst. Jetzt. Oh! Da fällt schon der erste Schatz raus. Und jetzt ist es genau das gleiche. Natürlich. Guck mal hier. Oh, aber das war das erste, Leute. Ja. Das war das erste. Hier Blätter geklebert. Ja. Das ist hier alt eingepackt noch. Ich geh mal die ganzen Manschettenknöpfe. Da ist auch, Alter. Das ist unglaublich. Geh mal eher mit. Alter Schalter. Erne wieder. Aber es ist genau das gleiche. Das ist. Wollen wir das jetzt auch alles auseinanderpopeln? Ich finde, das braucht man jetzt nicht machen, oder? Klar, wollen wir sehen, was das ist. Oh, guck mal hier. Oh, ein Hufeisen. Oder? Hufeisen. Das ist alt Glück hier. Das ist was Neues. Das ist alles Glück. Das gibt's ja nicht. Ah, das ist doch schön. Das, Und das ist alles echt Gold. Ja. Alles. Mega. Mensch, der trägt das immer schön. Das geht in meinem Besitz über im Übrigen. Das lege ich mal zur Seite. Krass. Nee, Leute, krass. Das ist richtig. Ist total abgefahren. Ja, ich finde, das ist so albern, dass man nur lachen kann. Das ist ja totaler Wahnsinn, ey.
Das ist schon außergewöhnlich. Ich hab gewusst, dass es heute scheppert. Ich wusste es. Guck mal, hier ist schon was daneben gefallen, siehst du? Da? Alex, nochmal, wir schwenken doch nachher nochmal rüber. Ja, ich weiß. Ja, aber die Dinger kommen mit so einem schlechten Leitwert drin, dass wir die nicht... Guck mal, eine Murmel. Kick mal eine schöne Glasmurmel. Also wenn da was verloren geht, wäre ich echt traurig. Ich auch. Ja, ich auch, ja. Ja, vor allem da jeden Werte ja, verloren. Das ist ein ganzes Konvolut, das habe ich nur ein einziges Mal gefunden, alles. Geil, die Mucke finde ich auch wirklich gut. Ja, alle ja bei Margot. Ja, das ist ja mal wieder Jans. Also, was ist da jetzt? Wollen wir das Papier? Nee, jetzt wollen wir jetzt noch das alles nochmal sauber machen? Und das war noch ein bisschen weiter sondern. Ich mache nochmal eine komplette Übersicht. Ich mache alles sauber. Oh, hier war gerade noch ein blauer Stein drin. Wirklich jetzt, wo ist er denn? Da ist er weg. Hast du kaputt gekriegt? Da ist er wieder. Ja, Leute. Oh. Und Rinder. Okay, mir reicht es. Ich würde das alles mal sauber machen und dann samt mal fotografieren eventuell. Ich schäle den Rinder mit. Einverstanden? Ja. Das ist ja Silberrücken, muss dann einfach auch mal sagen. Der soll so. Ich halt den Joltrink hier genommen, weil, ja. Die sind klein. Ja? Nein, der ist da drin. Und dann sondern die nochmal rüber. Zack. Da ist noch was drin. Alex, grandios. Das ist das Resümee, was ich ziehe. Hier, ein Verschluss. Um Gottes Willen. Und oh! Also wenn man das die da, Hitze. Das ist das einzige Stück Gold. Warum bin eigentlich dick der nur so ein Typen? Ja, aber wäre das nicht der Hammer, wenn das alles Gold wäre? Das wäre jetzt der Hammer, oder? Dann hätten wir uns hier. Hätte es ja sein können. Dann hätten wir hier fetzig gekriegt. Es war ein super Erlebnis und ein super geiler Fund. Ey, höchst interessant. Absolut interessant auf jeden Fall, ja. Das Schlimme wäre nur gewesen, derjenige, der die drei Leichen auch da einbringt. Eben. Kannst du mal die Tüte noch in die Tüte drin packen hier? Ja. Der Alex hat auf jeden Fall jetzt einen Rucksack voller Schmuck. Ja. Müssen wir natürlich, wie Alex immer sagen würde, das noch großzügig absondern. Ja. Ja. Wir schauen mal, ob wir hier noch was finden. Alex, hier. Das ist auch schwer. Jetzt muss man mal wiegen. Ja. 400 Gramm. Das ist ein Glückspilz. Der ja. läuft hier über die Dinger rüber und holt interessante Sachen raus. Ja. Also. Aber zum Glück war es kein echtes Gold, weil sonst... Mit alle bei Sonic's World of Adventures. Deinem Abenteuer- und Schatzsuchkanal bei YouTube. So. Hier war die drin, Leute. Das Schlimme ist, ich muss wieder so viel rausschneiden. Habe schon wieder einen Fund. Der war so klein, dass ich ihn erst gar nicht gefunden habe. Und jetzt finde ich ihn auch wieder nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Aber keine schlechte Hink hier. Auf keinen Fall. Hier ist es. Guck dir das an. Ey, schön, das ist ein Schmuckstück. Ja, super. Das ist ein ganz kleines Silberschmuckstück. Ja, wunderbar. Ey, aber wirklich Silber. Guck mal, mit Stein. Ey,